Wer es mit einer bundesweiten Einführung von Elektromobilität wirklich ernst meint, kommt an den deutschen Stadtwerken nicht vorbei. Das ist jedenfalls die Überzeugung des Verbandes Kommunaler Unternehmen, VKU, der die Interessen der Stadtwerke in der Bundeshauptstadt vertritt. Und eben dort fand auch die jüngste Pressekonferenz des VKU statt. Politik und Öffentlichkeit täten gut daran, so die Botschaft, die elementare Bedeutung der Stadtwerke zu erkennen, bei der bevorstehenden Jahrhundertaufgabe Mobilität auf eine ganz neue Grundlage zu stellen. Ich möchte heute mit meinen Kollegen hier darauf aufmerksam machen und das besonders unterstreichen, dass die Implementierung dieser Technologie zuvörderst durch die 950 Stadtwerke in Deutschland, durch ihre dezentralen Strukturen geschehen wird, wenn es einen Markterfolg geben soll, auch im nationalen und im europäischen Kontext. Und deshalb ist es absolut notwendig, und das ist eine meiner Kernforderungen vor dem Hintergrund des anstehenden Gipfels, dass die dezentralen Infrastrukturdienstleister, die wir sind, auch in die Gesamtüberlegungen und in die Gespräche mit einbezogen werden. Dass die Stadtwerke nicht nur reden, sondern längst handeln, illustrierte der Vertreter der Stadtwerke Aachen. So sei bereits eine ganze Flotte von Elektrorollern in Aachen unterwegs. Und dies sei erst der Anfang. Wir haben bereits jetzt ein Förderprogramm, was finanzielle Förderung, aber auch eine Kombination zum Beispiel mit einem Saisonticket vorsieht für unser Rollerprogramm, was sehr gute Nachfrage gefunden hat, im letzten Jahr realisiert. Wir werden das dieses Jahr ausweiten auf ein Förderprogramm für vierrädrige Elektrofahrzeuge und werden dort direkt bis zu 1.000 Euro dann an Förderung ausschütten. Elektro-Kleinwagen für 38.000 Euro, damit allerdings sei kein Start zu machen, sagte der Energieexperte von ConEnergy. Das speziell von deutschen Herstellern bisher verfolgte Konzept des Umbaus konventioneller Autos in Elektrofahrzeuge werde nicht funktionieren. Zu teuer, zu schwer. Was wir jetzt erleben, ist, dass auf uns die Elektroautos 2.0, möchte ich sie einfach mal nennen, auf uns zukommen. Und das ist auch wichtig so. Wir haben hier ein Beispiel für ein serienreifes Fahrzeug, den MIA von UES, den Sie hier draußen sehen und hoffentlich auch schon sich detailliert angeguckt haben. Das ist ein Beispiel. Wir werden weitere Beispiele erleben. Das ist auch wichtig. Wir werden ab 2011 im Markt, gerade von kleineren Anbietern, von Nischenanbietern, sehen, dass bezahlbare Elektroautos in den Markt kommen. Gerade im Hinblick auf Forschung und Entwicklung habe Deutschland derzeit jedoch noch eine zu lange Leitung, fürchtet der Verband Kommunaler Unternehmen, und müsse dringend international auf diesem Feld an die Spitze kommen. Wenn wir das nicht schaffen, das ist auch die Meinung der Runde, die gestern im Kanzleramt zusammenkam, dann wird man es auch nicht schaffen, Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität zu machen. Und ich würde uns allerdings raten, das zu tun, denn wir sind Leitmarkt im Bereich Mobilität ganz generell. Jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Automotive-Bereich ab. Also müssen wir in diesem Bereich auch verdammt aufpassen, dass wir da keinen Fadenriss und Filmriss bekommen. Wiedererlangung und Verteidigung der Spitzenstellung in Sachen Elektromobilität sollten als nationale Aufgabe definiert werden, wenn es am 3. Mai im Kanzleramt um eben dieses Thema gehen wird, hieß es in Berlin. Die kommunalen Unternehmen seien bereit, ihren Beitrag zu leisten. Aber so die Botschaft dieser Pressekonferenz, man müsse ihnen auch die Chance dazu geben.